Guten Tag und herzlich willkommen in der Akademie für menschliche Medizin. Für diejenigen, die mich nicht kennen, darf ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jörg Spitz. Ich bin Professor für Nuklearmedizin und habe in diesem Fach viele Jahre in einem großen Klinikum in Wiesbaden gearbeitet. Aber seit 10 Jahren befasse ich mich nur noch mit Fragen der Gesundheit, der Spitzengesundheit natürlich, und habe dazu mehrere Bücher geschrieben, habe Vorträge gehalten, habe aber auch Organisationen gegründet, wie die Deutsche Stiftung für Gesundheitsinformation und Prävention, die gemeinnützig ist, und die Akademie für menschliche Medizin, die sich heute bei Ihnen meldet, aus Anlass des diesjährigen Kongresses für menschliche Medizin mit dem Schwerpunktthema Autoimmunerkrankungen und dabei auch das sogenannte Coimbra-Protokoll behandeln wird. Die Akademie dient dem Austausch von Informationen und neuesten Forschungsergebnissen zwischen den Forschern, den Medizinern, aber auch Coaches, Therapeuten und den Unternehmen. Das heißt, wir wollen möglichst rasch die neuesten Forschungsergebnisse den Menschen zur Verfügung stellen, damit sie von diesen Forschungsergebnissen profitieren können. Das Interesse an diesem Kongress ist so groß, dass er inzwischen ausgebucht ist, mit mehr als 400 Teilnehmern. Um den Daheimgebliebenen doch noch eine Chance einzuräumen, etwas von diesem Kongress mitzubekommen, richten wir derzeit eine Online-Streaming-Verbindung ein. Das heißt, Sie können am kommenden Wochenende von zu Hause aus am Kongress teilnehmen. Ich hoffe, dass uns die Technik wohlgesonnen ist, dass wir das schaffen. Sie können sich über den nachfolgenden Link dort anmelden und dann entsprechend an den beiden Tagen diese Vorträge anschauen. Wenn Sie dazu keine Gelegenheit haben, weil Sie unterwegs sind oder es nicht mehr organisiert bekommen, dann können Sie trotzdem diesen Link nutzen, um sich das gesamte Videopaket zu bestellen. Wir werden wenige Wochen nach dem Kongress in der Lage sein, dieses Paket zur Verfügung zu stellen und dann können Sie es alles zu Hause sich anschauen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche viel neue Erfahrungen in Sachen Spitzengesundheit. Vielen Dank, auf Wiedersehen.